SRF 3 Fokus mit Judith Wernli. Und mit Sabrina Stadelmann, 38, eine Frau, die weiss, wie es sich anfühlt, in eine neue Welt einzutauchen. Sie ist gelehrte Automechanikerin, in der Nähe von Luzern aufgewachsen, hat sich immer als Stadtmensch bezeichnet. Heute ist sie Bäuerin und im Sommer bewirtet sie mit ihrer Familie eine Alp im Sörenberg. Also ich liebe das, gell? So einfach und mit Feuern am Morgen, da kommen wir runter, mit früher Arsch auf gut Deutsch gesagt. Und du siehst, einführen und dann das Zeug parat machen und dann den Generator anlassen, dass wir können melden können. Und man hat immer etwas zu tun und manchmal denke ich, man hat weniger Zeit, über alles immer nachzudenken. Man macht einfach. Der Anfang auf dem Hof von ihrem Mann, der war aber alles andere als einfach gewesen. Du musst, du solltest und so ist man nicht und das macht man nicht und als Bauernfrau ist man so. Und dort hat einfach auf einmal meinen Körper gesagt, stopp. Sabrina erzählt uns in dieser Stunde von ihren zwei Hörstürzen und warum das trotz ihren zwei Hörgeräten, die sie auch heute noch braucht, etwas vom Besten ist, was ihr je passiert ist. Sie erzählt, was es gebraucht hat, dass sie sich heute viel weniger Gedanken macht, was andere denken, auch wenn sie mit ihren grossen Ohrringen und den farbigen Fingernägeln auch heute noch auffällt. Die zweifache Mutter zeigt ihr Leben auch täglich auf Instagram. Da wollte ich von ihr wissen, warum sie das macht. Und zuerst hat es mich gerade mal Wunder genommen, wieso sie, die mit dem Hof und dem Kind so einen durchgeplanten Alltag hat und ja auch viel Bewegung, warum sie regelmässig am Morgen um 3 Uhr ins Fitness geht. Für mich ist es halt die Zeit, wo ich so oder so wach bin und die Zeit, die ich für mich kann brauchen kann, wo noch alles schläft, die Kinder, der Mann, die Kühe im Stall. Und dann gehe ich dann für mich etwas machen. Und es ist auch handyfreie Zone. Seit diesem Jahr, vorher habe ich eigentlich das Handy auch immer mitgenommen und dort, aber jetzt lasse ich einfach ACDC, mache mein Training, gehe wieder heim. Und auch seit dem Januar wieder regelmässig. Wir haben ja da die guten Vorsätze, oder? Genau. Aber sag gleich, warum machst du das? Weil du hast ja sonst so einen durchgetakteten Alltag. Du bewegst dich viel, du bist auch aktiv. Also, was ist das, was dich so antreibt, auch noch Sport zu machen, am Morgen um 3 Uhr? Meine Aggression rauslassen. Nein, das ist für mich so der Ausgleich, halt, dass ich wirklich etwas für mich und ganz speziell Zeit für mich und ich liebe mich zu bewegen. Und durch den Winter durch haben wir ja nicht so viel zu tun bei uns. Wir sind Bergzone 3, wir haben ganz, ganz viel Schnee und meistens ganz lang, außer vielleicht jetzt das Jahr, je nachdem, was es noch bringt. Und dann habe ich einfach wirklich Zeit und ich will das und auch, dass ich im Sommer wieder im Bauern machen mag. Also du musst... Meine Motivation. Deine Motivation. Aber spannend ist, dass du sagst, gleichzeitig du siehst einen Morgenmuffel, und, aber du stehst am Morgen um 3 Uhr auf. Wie geht das zusammen? Ja, am Morgenmuffel. Ich mag früh aufstehen, aber ich mag es nicht verleiden, wenn man mich am Morgen früh anspricht, ohne dass ich meine zwei Kaffee gehabt. Bevor ich an meinen Stall gehe, sagt dann der Bauer zu mir, hast du deine zwei Kaffee gehabt? Wenn nicht, sagt, kannst du wieder gehen. Und ja... Aber ich weiss, bevor ich raufgehe, zwei Kaffee und dann fängt der Alltag an und meistens gibt er mir noch ein halbes Stündchen und dann kann er dann mit mir reden. Also über den Alltag, da tauchen wir dann noch richtig rein mit dir. Das ist ein außergewöhnlicher Alltag, vor allem für dich, wo du von der Stadt kommst und jetzt eben auf einem Bauernhof bist. Aber außergewöhnlich ist auch, dass du sagst, du bist sowieso wach. Also du sagst, 5 Stunden Schlaf brauchst du. Jeder Schlafforscher zuckt gerade zusammen. Hast du überhaupt schon probiert, länger zu schlafen? Oder stellst du einen Wecker? Nein, ich stelle eigentlich gar keinen Wecker. Also wenn, dann habe ich am 5 Uhr, wenn ich dann wirklich auf muss, für den Stall. Oder auch, ich stehe auch sonst auf, wenn ich mal nicht in den Stall muss. 5 Uhr ist einfach so meine Zeit. Dann habe ich noch heute ein Stündchen, bis die Kinder kommen für mich, eben um die Käfele zu verwachen. Aber nein, ich stehe wirklich regelmässig einfach um 3 Uhr, mache meine Augen zack. Und dann im Nest rumtrollen, nein, das kann ich nicht. Das ist vergeudete Zeit. Also ich habe Morgenstunden auch sehr gerne. Die Welt gehört dann irgendwie wie dir, weil fast niemand anders auf ist. Aber morgen um 3 Uhr ins Fitness, das ist schon ein bisschen aussergewöhnlich. Aber weißt, ich möchte ja ein bisschen herausfinden, wer bist du, wie tickst du? Weil man kann sehr viel von dir lesen, schauen auf den sozialen Medien. Du bist sehr aktiv dort. Aber ja, einfach so ein bisschen manchmal denke ich so, oh, wie macht sie denn das auch? Und auch die verschiedenen Welten, oder? Du bist auf der einen Seite in Emmenbruck, Stadtnähe, aufgewachsen. Mhm. Hast immer gesagt, du fühlst dich absolut als Städterin. Mhm. Hast du das wirklich gesagt dazu mal, oder? Ja, gefühlt, oder? Ja, also ich gehe gerne, sehr, sehr gerne heim. Und ich kann nicht ohne das sein, überhaupt nicht. Aber ich kann nicht mehr ohne das andere sein. Also so der Mix aus allem. Und ich sage, daheim bin ich im Entlebuch. Aber ich brauche die Stadt. Mhm. Dass die Leute und das Leben. Und,
Und das Bunte und Schrille, und das brauche ich. Wie hast du früher, eben, wo du stadtnahe aufgewachsen bist, über die Bäuerinnen, über die Bauern gedacht? Ich habe mir eigentlich gar nicht Gedanken gemacht. Ich war einfach da. Und ja, warum hätte ich mir so Gedanken machen sollen? Also, ich habe mich gar nicht mit dem auseinandergesetzt. Ja, für mich war die Stadt ganz wichtig. Das war meine Stube. Und der Rest hat mir wie irgendwie nicht... Ja, Bauern halt. Ich glaube, so wie viel denken zum Weiteren. Aber wirklich Gedanken darum gemacht habe ich mir nie. Du bist ja jemand, der auffällt, der viel Aufmerksamkeit bekommt. Auch weil du eben mit den farbigen Fingernägeln, ja, einfach dein Styling, dein Lachen. Ich nehme an, das ist ja nicht erst so, seit du Bäuerin bist. Das war wahrscheinlich immer schon so gewesen. In der Stadt habe ich nicht das Gefühl, dass ich eher aufgefallen bin. Also, dort laufen alle ein bisschen so rum. Also, ja, ich hätte es nicht können sagen. Jeder hat halt sein eigenes Ding. Und die Leute interessiert das wie nicht, wie man aussieht. Man läuft eh. Ich habe es heute wieder gesehen, als ich da auf Zürich gekommen bin. Man läuft so, oder auf dem Natter, oder ein Kaffeesgipfeli und läuft einfach so. Das interessiert doch die Leute nicht. Und halt, auf dem Land schauen sie halt schon mal mehr. Ich weiss, an den ersten Arbeitstag, als ich dahin kam, hatte ich so, rote Wildlederstiefel angehabt. Und nachher bin ich dort raufgekommen, ins Gondel eingestiegen und die hat mich ein bisschen angeschaut und gelächelt. Und ein bisschen küschelt und so. Da dachte ich, ja, schon gut. Und nachher bin ich da oben ausgestiegen und dann habe ich gesehen, so viel Neuschnee. Das Mami mit diesen Stiefeln da drüber. Ich weiss, warum sie jetzt da unten gelacht haben. Aber das sind Sachen, die einem bleiben und lustig bleiben. Ja, und du musst ja zuerst reinkommen, oder? Du kommst ja von einer Welt, tauchst komplett in eine andere ein. Wobei, weißt du, du hast ja Automechanikerin gelernt. Das ist ja auch wieder ein bisschen eher untypisch. Ja, eigentlich wollte ich Waffenhäuser werden. Aber habe gerade nichts gefunden. Und dann, ich weiss nicht, der Lehrer gesagt, schnuppert mal etwas, was er gar nicht will. Und dann ist von meinem Babi, ein sehr guter Kollege, hat nachher gesagt, ja, komm doch einmal zu mir. Und dann habe ich gesagt, also gut, gehen wir dort schnuppern. Und dann hat mir das gefallen mit diesen Männern. Das ist unkompliziert und du kannst kommen. Und wenn dir mal etwas nicht passt, zuerst sind wir gerade rein. 10 Minuten später ist alles wieder vergessen und es geht weiter. Und das hat mir schon noch gefallen. Und ich dachte, also gut, machen wir. Und ja, durchgezogen und coole Zeit gehabt, ganz, ganz viel gelernt. Einfach das Unkomplizierte, nicht immer so Gedanken machen, was andere denken. Es war so wirklich eine Lebensschule in dieser Männerdomäne. Mm-hmm. Und das ist ja dann auch etwas, wo dir die Arbeit gemacht hat auch in der Vergangenheit, was andere denken. Ich meine, du bist in eine komplett neue Welt reingekommen, du hast dich in einen Bauer, in deinen Mann verliebt, in der 7. Generation einen Bauernhof geführt, hast ihn in einem Restaurant kennengelernt, in Sörenberg, wo du eine Zeit lang gearbeitet hast. Was ist dir durch den Kopf, wo dir klar geworden ist, ui, der hat wirklich einen Hof daheim, Milchwirtschaft und Kälbermast? Es ist mir nicht durch den Kopf. Ich dachte, ach, ich liebe den, das geht schon. Aber es ist irgendwie... Ja, man hat schon ein bisschen rosa-rote Brille angehabt. Man hat ja nur so ein bisschen voran gesehen und... Also ich meine, bei uns stunden, das ist jetzt nicht abwertend, aber man sieht einfach immer die Traktoren, die grossen Bauernhöfe, ein bisschen hin und her fahren. Also das war so mein erster Gedanke gewesen. Dass wir halt Bergzone 3 sind und noch eins auf die Alp gehen, ohne Strom und so Sachen, das war mir gar nicht bewusst gewesen. Aber ich habe den mal geliebt, liebt ihn immer noch, und habe gedacht, ja, mit dem schaffe ich das. Hast du von Anfang an gewusst, wo du ihn kennengelernt hast? Ja. Gell, er ist reingekommen, 10 Meter gross, 100 Kilo, und dachte, das ist meine. Ich bin ja selber auch nicht klein und schmächtig. Und aber doch... Ich habe nie gesagt, ich heirate nie und will nie ein Kind. Ich habe beides mit ihm. Und hast du beides eigentlich nie, ist nie ein Traum? Nein. Und vor allem nicht in der Stadt. Also für mich würde es, glaube ich, heute noch nicht stimmen, in der Stadt Kind zu haben. Es würde vielleicht auch zu gehen. Es gibt wunderschöne Parks. Wir können in der Stadt in den Wald, wo meistens in der Nähe ist. So ist es ja nicht. Ich habe Kollegen in der Stadt, die Kinder haben und sagen, wir müssen immer alles planen und fortfahren, und bis wir mal irgendwo etwas sind. Und du kannst deine Kinder einfach rauslassen. Das ist so schön. Du musst keine Angst haben. Ja, es ist schon eine andere Welt. Das sind doch jetzt auch so ein bisschen Klischee, findest du nicht? Also weißt, in der Stadt gibt's, eben, es gibt es Park, es gibt also bei uns in der Siedlung kannst du die Kinder locker rauslassen. Ich denke auch, also ich habe ja hier in Zürich schon ein paar Mal sein, und dann sind wir auch schon an den Park durchgelaufen und die sind einfach so überfüllt. Gell? Bei uns ist wirklich links und rechts nicht wirklich jemand. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Sicher gibt es hier auch schöne grüne Plätzchen und Zeug und Sachen, aber bei uns ist einfach... Ja, alles offen, frei. Die können säckeln, die können eine halbe Stunde Velo fahren, von uns entfernt. Wir können ob sein.
ich glaube, das ist schon ein bisschen Vorteil. Mhm. Hey, über das reden wir auch noch. Über das, du hast mir gesagt, dir fehlt manchmal so ein bisschen die Wertschätzung und das Verständnis. Mhm. Aber gerade wenn jetzt du das mit dieser Stadt sagst, manchmal gibt es ja auch beide Seiten, oder? Also du hast jetzt das Gefühl, in der Stadt Kinder ist mega schwierig, was punktuell vielleicht auch so ist, aber oft auch nicht. Also weißt, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, es braucht so von beiden Seiten so ein bisschen einfach... Es hat alles Vor- und Nachteile, gell? Also ich denke auch manchmal, oh, jetzt will ich neue Schuhe haben. Wir haben bei uns nie Schuhe. Also ich muss gerade entweder auf Luzern fahren, dass ich ein bisschen mehrere Geschäfte habe, wo ich Auswahl habe. Das ist sicher auch etwas. Oder auch das Freizeitangebot ist halt bei uns hinten gut mehr Skigebiet und wir können wandern. Weiter unten im Dorf hat es sicher auch noch Sachen. Aber die Stadt hat natürlich viel mehr Auswahl, was das anbelangt. Nur finde ich dann wieder, brauchen das halt auch Kinder, überall von da zu da zu da, dass sie irgendwie beschäftigt sind, wie ich raus und können sich so beschäftigen. Gut, das ist halt immer so der Gegensatz. Genau. Gell? Und wenn ich vielleicht jetzt in der Stadt Kind hätte, würde ich es anders denken. Ich weiss es ja nicht. Ja, ja. Aber für das mich... können auch nicht alle auf der Alpen natürlich wohnen. Aber zurück zum Gedanken, du hast dir gedacht, du hättest eigentlich kein Kind. Und dann ist er reingekommen, zwei Meter gross, 100 Kilo schwer, blaue Augen, genau dein Typ. Und rein äußerst Stine. Ich habe gerade gesagt, das ist meine. Und wenn es nur so ein Geschmusi ist da über die Saison, ich gehe ja eh wieder. Also ich habe nicht gedacht, dass ich dort hinten bleibe. Also du bist im Sörenberg und bist dort in Saison. Saison, ja. Da hast du nicht das Ziel gehabt, dich zu verlieben und zu bleiben? Nein, ich hatte meine Wohnung noch zu Luzern und nein, also überhaupt nicht. Ja, eben darum ist es so spannend, in das neue Leben einzutauchen. Und über das reden wir natürlich noch, wie das für dich war, das Ankommen auf dem Hof. Du bist dabei gewesen bei der Landfrauenküche. Über das reden wir natürlich auch noch. Und es ist dir ein Anliegen, Bäuerinnen sichtbarer zu machen. So mit Klischees aufzuräumen und den Alltag von heute, vom 2024, zu zeigen. Über all das reden wir zuerst, aber Lieblingsmusik von dir. Und du hast mir gerade gesagt, eins ist sicher, AC/DC will ich auf jeden Fall. Warum der Song «You Shook Me All Night Long», warum AC/DC? Ja, das ist einfach ein Lied, wo ich auch die Mech-Zeit verbinde. Dort haben alle immer AC/DC gehört. Und einfach beim Trainieren höre ich immer AC/DC. Es ist so eine Musik, die einfach einen motiviert, Power gibt. Und darum liebe ich das. «You Shook Me All Night Long». Wenn hörst du es... Schütte mich die ganze Nacht. Genau. Wenn hörst du es bei dir daheim laut? Also ich höre es viel mit Kopfhörern. Vor allem auch immer beim Kochen. Das ist meine Zeit. Oder auch, wenn wir am Misten sind. Oder wenn ich alleine im Stall bin und Zeug muss machen. Dann, ich habe eigentlich immer Kopfhörer an oder Musik. Genau. Und dann AC/DC. Yeah.
Das ist Lieblingsmusik von der Sabrina Stadelmann, Bäuerin, Influencerin, ehemalige Teilnehmerin bei der Landfrauenkoche. ACDC, You Shook Me All Night Long. Sabrina ist eine Städterin, die wegen der Liebe komplett neu gestartet hat mit Bauernhof und Alp im Sörenberg. Und du hast vorhin erzählt, ja, der Mann ist reingekommen, der Marco. Du hast dich verliebt und dir ist natürlich überhaupt nicht bewusst gewesen, was das mit sich bringt. Also, wenn du zurückdenkst an die Anfangszeit auf dem Generationenhof, wie war das für dich? Also, als ich noch gearbeitet habe, habe ich natürlich meine Freizeit immer geholfen auf dem Betrieb. Und ich habe mir dich, also, müssen ein bisschen reinschicken. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Die haben mir das ein bisschen gezeigt und gemacht und da und erzählt. Und ich habe gemacht und ich wollte es immer gut machen. Und ich wollte es ihnen gefallen und perfekt machen. Und, ja, man hat einfach gemacht. Und auch zum Überlegen, ob das wirklich für mich etwas ist, das habe ich wie nicht gehabt, weil man hat ja nur immer gemacht und gemacht. Mhm. Aber ja, im Nachhinein würde ich sagen, ich habe vielleicht schon gemerkt, nicht zu 100%, aber da war halt der Mann, ja, wo ich einfach voll verliebt war. Man hat vielleicht auch noch ein bisschen rosa-rote Brillen angehabt. Und das eine und das andere hat sich so mit sich gebracht. Also, es war für dich nicht einfach gewesen? Nein, also, ich meine, also ich bin mir das nicht gewöhnt gewesen. Ja, so körperlich zu arbeiten und den Hü und Hopp und zack, zack. Und irgendwie, ich bin mir gewöhnt gewesen, am 6. Uhr oben zu haben. Und nein, jetzt ist schön Wetter, jetzt machen wir noch das und das und das und das. Und du bist manchmal um 9:30 heimgekommen, bist da kaputt gewesen. Und hast nicht mehr gewusst, oh, wie soll ich jetzt den Arm lüpfen? Ja. Aber man hat es einfach gemacht. Du hast es einfach gemacht und du hast aber auch innerlich, ja, es ist schwieriger geworden für dich mit der Zeit, weil du das Gefühl hast, du machst es nicht richtig oder weil du das Gefühl hast, was denken die anderen oder was ist das gewesen, was du gefunden hast, das war einfach zu viel gewesen. Das Gefühl ist ja, ich bin nicht so aufgewachsen und sie hätten mir alles können erzählen, ich hatte das ihnen geglaubt und ich habe einfach gemacht. Und ich wollte es richtig machen, ich wollte es gut machen, ich wollte zeigen, hey Städter, ich kann das locker auch mit dem aussehen. Und vielleicht auch nicht das Klischee, das sie halt hatten von den Städter zu machen. Und vielleicht hat man da mal zu viel gemacht und denkt, das mache ich so noch und das mache ich auch noch. Dass, ja, sich zu beweisen, dass man das auch kann. Also vor wem hast du dich denn das Gefühl gehabt, müsstest du dich beweisen? Von meinen Schwiegereltern, sage ich zum Beispiel, oder einfach vom Umfeld. Gell? Die haben schon auf einen speziell geschaut. Oder mal ein bisschen gelächelt, wenn mal etwas nicht so gegangen ist. Auch Brüder. Ja, wenn man ja, also das habe ich auch erst später gelernt oder gemerkt, wenn man ja einen Bauer heiratet, heiraten wir ja nicht nur den Mann, sondern wir heiraten alles, die ganze Familie. Weil das ist so, es ist wie eine Firma, wo komplett funktioniert hat. Und dann kommst du als Außenstehende, also als neue Mitarbeiterin in den Clan rein und du musst ja dich dort auch zuerst wieder positionieren. Und du willst ja das auch gut machen. Und du willst halt, dass sie allen recht machen. Du willst für Schwiegermami gut sein, für Schwiegerbabi, für Brüder. Ja, und auch für dich selber. Du willst schon sagen, das kann ich immer auch, oder? Also es ist auch ein gewisser Ehrgeiz zu zeigen und dich zu behaupten. Was hat dir denn in dem Moment geholfen? Das zu machen. Die Liebe zu meinem Mann. Oder was hat dir geholfen? Weil du hast ja nachher gesundheitliche Probleme bekommen. In dem Moment hat dir ja etwas gefehlt oder es war einfach auch schwierig gewesen. Was hat dir geholfen? Es ist halt gesehen, in dieser Zeit haben wir halt wirklich, also gell, ich wollte ja nicht heiraten und da habe ich gedacht, es passt. Und dann sagt er, ja, heiraten, Kind und so. Und ich, also, ja, warum nicht? Irgendwie, ja, die Liebe ist so fest gewesen zu ihm. Mit ihm kann ich mir auch heute noch alles vorstellen. Und dann hat er gesehen, oder mir den Betrieb übernommen, nachher der schwanger gewesen, Hochzeit. Und es ist so in der kurzen Zeit ganz, ganz viele Sachen passiert. Und auch neue Sachen, die ich mich haben müssen positionieren musste. Jetzt bin ich auf einmal eine Bauernfrau, ich werde Mutter, ich bin Ehefrau, wir haben Betrieb, wir haben auch Schulden. Oder jeder, der einen Betrieb, also ja, wir haben nicht im Lotto gewonnen, wo ich einfach sage, ich tue das Geld hin. Und das waren ganz, ganz viele neue Rollen gewesen, oder neue Belastungen, die ich vorher nicht gekannt habe. Und ja, da habe ich einfach ganz viele Sachen mit mir machen lassen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn sie sagt oder wenn die sagen, wir muss so sein oder wir machen das so, dann ist das okay. Und ich habe mich länger in mein Schubladchen reindrücken lassen. Aber ich habe gewusst,
ich gehöre nicht in das Schublädchen. Ich habe anders und ich habe andere Stärken. Obwohl, also das Dossenschaffen mit den Tieren und so, das bin heute vollkommen zu 100% ich. Aber dort ist einfach kurzzeitig ganz viele Sachen gelaufen, wo mein Körper halt auf einmal gesagt hat, hey, stopp. Und ich habe immer gesagt, ich mag es nicht mehr hören. Ich habe immer meinem Mann gesagt, ich mag es nicht mehr hören. Du musst, du solltest und so ist man nicht und das macht man nicht und als Bauernfrau ist man so. Und dort hat einfach auf einmal mein Körper gesagt, stopp. Und dann hatte ich ja die Hörstürze gehabt, und das ist so ein bisschen anfangs. Aber dein Mann, hat, wenn du das zu ihm gesagt hast, hat er dich in diesem Moment dann schon unterstützt, nehme ich an? Ja, aber er war ja vielleicht auch ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Also, wie manchmal sagt man, ach, ich mag nicht mehr. Oder, jetzt, was hätte ich wieder? Und einfach so oberflächlich. Er hat vielleicht nicht gerade auf den ersten Moment realisiert, dass es wirklich nicht mehr gut ist. Weil ich habe ja gleich funktioniert. Und dann hat er, er hat ihm gesagt, das geht schon, und weißt, jetzt, bis du ein bisschen drin bist. Und die Kinder, ich hatte zwei Schreikinder gehabt, wahrscheinlich hätten wir mehr, wenn es nicht so streng gewesen wäre, diese Zeit. Und er hat ihm gesagt, es kommt alles gut. Und er ist immer auch heute noch sehr positiv denkend. Was hast du gedacht in diesem Moment? Ja, ich hab gewusst, ich muss aus dem Hamsterrad raus, sonst kommt es nicht gut für mich. Und als ich ja dann zum Spezialist gegangen bin, also es ist eben Corona-Zeit, wir haben nicht genau gewusst, was ist genau und so. Und nachher bin ich dort, also siehst du, jetzt geheiss Ohrentzündung und weiss nicht was. Und nachher, nach vier Wochen, war es einfach noch nicht besser gewesen. Und dann bin ich noch einmal gegangen und dann zum Spezialist und er hat gesagt, Hörsturz und kurzer Zeit darauf ab, aber wieder das Gleiche, die gleichen Symptome. Und dann hat mir einfach der Spezialist gesagt, sie sind noch nicht ganz erforscht, aber sie sind wirklich stressbedingt, ob ich viel Stress habe. Und ich natürlich innerlich denke, oh, wenn du wüsstest. Und ich so, ja, der Alltagsstress, den man auch hat, oder? Aber ich habe genau gewusst, an was es liegt. An die in allen alles recht machen und in das Kästchen passen und eigentlich ganz anders sein, weder dass man ist, dass die anderen zufrieden sind. Das war so ein bisschen, das gewesen. Und ich habe mir nachher auch Hilfe geholt. Ich habe gewusst, ich muss aus dem raus, sonst kommt es nicht gut. Hast du auf deinen Körper gehört? Ja, ich habe auf meinen Körper gehört. Weil er hat mir auch ganz, ganz fest das Herz gelegt. Seitdem habe ich auch Hörgerät, weil sich das Gehör nicht mehr wirklich hat können erholen. Und ja, ich habe immer gedacht, ich will meine Kinder hören reden, ich will meine Kinder hören lachen, wenn es so weitergeht oder irgendwann nicht mehr hören oder keine Ahnung, oder was noch weitergeht. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Also es ist einerseits Stress, also sehr viel Arbeit, natürlich mit zwei Schreikindern, wie du sagst, mit dem Hof, was du nicht kennst, noch körperlicher arbeiten. Also als Automech schaffst du zum Teil auch körperlich oder im Service. Aber das ist anders, gell? Dort hast du eine Zeit, wo du dort sein musst, aber auf dem Bauernbetrieb ist man ja eigentlich fast 24 Stunden 7, gell? Und wenn du nicht mehr körperlich arbeitest, arbeitest du mit dem Kopf und denkst, das musst du noch und dieses musst du noch und es ist andere Belastung. Es ist dein eigenes, oder? Du musst vorher bist angestellt gewesen, du hast genau gewusst, Ende Monat habe ich den Lohn und weiss nicht was. Und jetzt bist du auf die eigene Beine gestellt, bist selbstständig. Aber in dem Moment hast du gewusst, also das ist ja mein Leben. Ja. Also all diese Komponenten kannst du ja nicht ändern. Das hast du denn geändert? Ich musste lernen, anders damit umzugehen und meinen Weg finden und nicht den Weg der anderen machen. Das ist vielleicht für die Richtung, aber nicht für mich. Und das lernen, ich habe es teuer gezahlt, ich sage heute, aber das mit diesen Hörstürzen, mit dem Zeug, alles, das war das Beste, was mir hätte passieren können. Weil? Weil mir der Körper gesagt hat, stopp, ich habe darauf gehört. Und seitdem, dass ich jetzt meinen Weg gehe und nicht nach links und rechts schaue, es geht alles viel ringer. Also ich sage immer, warum musst du... Ich sage immer unseren Nachbarn, das tut mir auch leid, ich tue immer ein bisschen Beschuldigung, aber es ist ganz cool. Aber ich sage immer, warum musst du überlegen, was denkt der Nachbar, bevor du es machst? Oder was denken die anderen, bevor du es machst? Was ist ja deins und nicht am Nachbar seins? Ja. Und manchmal denke ich auch, wir denken, was der denkt. Der denkt das vielleicht nicht einmal, gell? Ja. Also, und es wird immer geredet und es wird immer gedacht. In der Stadt war sie in der Quartier und da ist es halt jetzt ein Dorf, das über einem schwätzt. Aber willst du dich alle entscheiden lassen, was du in deinem Leben für richtig und gut empfindest? Und
du würdest vielleicht einen anderen Weg gehen und es würde dich glücklich machen, aber du willst die anderen glücklich machen. Ja, und du weißt ja gar nicht, was sie wirklich sagen. Die meisten vielleicht sagen, ja. Hey, die Sabrina von der Stadt kommt diesen Weg anpacken, und dann noch mit diesen höheren Schüli. Also du weißt ja nicht, dann noch mit diesen, mit diesen roten Stiefeln oder was auch immer. Also, ja, weißt du, so ein bisschen. Aber du hast gesagt, dass du ganz anders hast müssen sein, als du bist. Ja, es hat einfach zurückhaltend. Ich bin halt eine, die wirklich gackt und ein bisschen schwätzt und gerne unter Leuten ist und ein bisschen unternimmt und vielleicht auch nicht immer so zurückhaltend angelegt ist oder weiss ich was. Ich habe mich einfach dort angepasst. Ich weiss noch, ich bin mit hohen Schuhen in Folge rein und habe das Täschchen gehabt und dann bist du einfach angeschaut worden. Gut, wir sind auch Touristen, oder? Aber ich habe meistens mit den Wanderschuhen oder mit den Skischuhen. Aber jetzt gehe ich auch wieder, vor allem im Sommer. Gell? Dann habe ich meine Sandaletten an, meine hohen Schüli und mein Zeug. Nein, ich bin wirklich wieder so, wie wo ich gekommen bin. Mhm. Und was hat das verändert, jetzt sagen auf dem Hof? Dass du wieder Sabrina bist? Also quasi für dich ja jetzt nicht die bist, wo du das Gefühl hast, was sie erwartet, was du solltest sein. Klar gibt es manchmal halt Spannungen oder halt, aber weißt du, wir müssen das so und früher haben wir und weiss ich was. Aber ich gehe einfach meinen Weg. Also ich sage auch ganz klar, bist du hin und fertig und das ist zu viel. Oder, ich glaube immer, es ist ein Geben und ein Nehmen, weil wir sind ja zusammen auf dem Betrieb. Also ich sage jetzt gerade mit den Generationen, die halt immer noch leider ein riesen Thema ist. Man muss akzeptieren, aber auch akzeptieren können, also was andere gegenüber macht. Weil sie machen ja auch ihren Weg oder wie es für sie richtig ist und wie ich ja auch will. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen Gratwanderung. Du sagst, das ist ein grosses Thema, also von dem hört man auch viel. Das ist ja, wenn man so ein Unternehmen hat, immer ein Thema, wenn die nächste Generation kommt. Mhm. Aber du weisst es natürlich auch, weil viele Bäuerinnen, die in ähnlichen Situationen sind, auch Kontakt suchen zu dir. Also einerseits gibst du Vorträge, du bist in der Landfrauenkoche gewesen, hast auf das sehr viele Reaktionen bekommen. Was ist denn das, was du, oder mit was für Anliegen kommen denn die Frauen zu dir? Meistens ist es so, dass sie schreiben, hey, endlich sieht man jemand offen. Dass es geht, dass nicht immer alles so schön ist, wie es nach aussen aussieht, dass nicht immer alles so perfekt ist und du schaust jetzt zu den Kindern, jawohl, und ich gehe draussen ein bisschen rechnen und kochen wir zusammen. Nein, es ist nicht immer so harmonisch. Es ist manchmal richtig Konkurrenzdenken untereinander und dass man das mal ausspricht, dass es einfach so ist. Und ich finde auch manchmal so in den Filmen oder Medien macht alles immer so wunderschön, oder? Wie das Familienleben ist und das Generationen, da ist das Grossi und da ist die Bäuerin und die Familie, aber das sind zwei Parteien, zwei Generationen und da prassen manchmal Welten aufeinander. Oder vor allem bei mir noch manchmal so ein bisschen die Einstellung halt so ein bisschen städtisch. Und jetzt denke ich halt auch mehr so ein bisschen ländlich und vergegen und weiss nicht was alles. Aber vorher bin ich manchmal vielleicht auch mit Sachen gekommen, wo sie gesagt haben, also das können wir jetzt da hinten nicht machen. Oder wie stellst du dir das vor? Oder ja. Was sagst du denn den anderen Frauen oder dir selber? Was hilft denn in diesem Moment? Weil die Idee ist ja, dass das besser, oder die sagen ja, super, dass jemand darüber redet, mega wertvoll, auch in der Hoffnung, dass es besser wird. Was braucht es denn? Besser, gell? Die ältere Generation oder die andere Generation, die kannst du nicht ändern. Ich finde es immer so schwierig, du bist so aufgewachsen, dir ist das immer gesagt worden und die hat es nie anders gelernt. Also wie willst du es anders machen? Und jetzt unsere Generation ist so ein bisschen am Umdenken und weiss, wie es ist. Also wir müssen uns ändern, unsere Einstellung und halt sagen, auch klar Grenzen setzen und sagen, hey, bist du auch noch nicht weiter und jetzt gehen wir diesen Weg. Auch unseren Kindern vorleben, dass man auch darf sagen, nein. Wie machst du das mit deiner Tochter, die 9 ist? Ja, es ist manchmal schwierig, es ist noch ein bisschen vorpatierend. Geht super. Aber auch wenn sie mal sagt, nein, Mami, das will ich jetzt nicht, dann sage ich, du musst mir Horti begründen. Und dann sagt sie, ja, das und das und das. Dann sage ich, okay, es ist gut. Also, mach es nicht. Oder einfach zulassen. Ich finde, zulassen, das Gegenüber und nicht mit dem Finger auf dem Gegenüber zeigen und mal hören und es in die andere Situation hineinversetzen und dann für sich, ist es jetzt wert, wenn wir jetzt wegen dem ein Theater auftun oder nicht? Ich gehe es 5 Jahre mal gerade sein lassen. Ja. Also aufeinander zugehen. Ja. Und Bäuerinnen allgemein, sagst du, die willst du unbedingt sichtbar machen, weil die so häufig nicht vorkommen. Es heisst nur immer Bauern. Aber ich gebe auch so ein bisschen Referaten zu bei der Landfrauentagung, die ich immer wieder machen darf.
Und ich bin einmal auf Luzern, eine Umfrage machen, das war sehr witzig. Und dann habe ich mal so ein die Leute gefragt, bin ich einfach zu ihnen zu und habe sie angesprochen. Wie sieht der Bäuerin oder was ist für euch eine Bäuerin? Oder wenn ich sage, beschreibe Bäuerin, die ist aufgekommen, zurückhaltend, einfach gekleidet, sie arbeitet auf dem Betrieb, also ist im Stall und auf dem Feld, schaut zu den Kindern, macht alles selber in der Küche, macht viel ein. Und das Meiste, sie hat einen wunderschönen Garten. Das ist so ein bisschen die Sicht, aber für mich, oder ich sehe auch hinterher, oder ich sehe auch, was ganz viele andere Bäuerinnen leisten. Ich denke immer, dann sagen sie immer, oh, du machst so viel. Und dann denke ich, boah, andere machen noch viel, viel mehr. Wie schaffen die das? Oder die unterstützen den Bauer, sei es im Büro, dann sagst du noch, Horti, komm, komm helfen. Und ah ja, aber um 12 Uhr muss ich essen und das Kind muss ich noch dort und dort hinfahren. Und Termin habe ich auch noch irgendetwas. Und das Hofläderli müsste ich auch wieder auffüllen, müsste ich auch wieder etwas nachmachen. Also es ist so viel Arbeit. Und das sind 24, 365 Tage. Und wer nimmt sie Zeit für sich? Eigentlich nicht, weil sie will ja sehen, dass es in der Familie und im Betrieb gut geht. Und es sind viele Sachen, wo die Leute gar nicht sehen. Und man sagt nur immer der Bauer. Aber die Frau hinterher ist oftmals die, wo den Laden rockt, sage ich. Mhm. Aber was hilft es denn, wenn man das alles weiss? Oder was erhofft man sich von dem, wenn man Bäuerinnen, ich gebe dir recht, sichtbarer machen, finde ich immer gut und aufzeigen. Aber was ist denn wie das Ziel von dem, dass man das sieht? Also ich meine, es ist mega beeindruckend. Die Wertschätzung an allem, dass man sieht, halt, was man alles leistet. Mich tut die Wertschätzung allgemein für die Landwirte oder Bäuerinnen ist recht zurückgegangen in allem. Aber ich glaube, es liegt auch an dem, dass wir vor allem immer genug und im Überfluss haben. Dass man einfach nicht sagt, ah, das ist nur, wie soll ich dir das erklären, das ist nur die Frau vom Bauer, sie schaut nur zu den Kindern und zum Haushalt. Das ist auch eine riesige Aufgabe, ich will das nicht abwertend, aber meistens ist sie eigentlich der Rückgrat vom ganzen Betrieb, das funktioniert. Ich glaube, gerade jetzt zum Beispiel die Landfrauenküche zeigt dir das auch sehr fest, oder? Die Rolle der Bäuerinnen. Dort sieht man ja die ganze Woche, also natürlich nicht alles, aber sieht man so ein paar Stationen, was man alles macht. Vor dem Zimmer geheißen, das ist nur die Frau vom Bauer, was Geld ausgibt. Und dann sind wirklich ein paar Kunden gesagt, wow, du tust ja wirklich, also schaffst du ja wirklich mit. Das ist einfach so der Eindruck meistens, der erste Eindruck von einem Menschen, den man nur vom Aussehen hat, ist meistens falsch. Oder ja, anders, weder das wirklich ist. Und ich glaube, da hilft Landfrauenküche ganz, ganz viel mit. Und auch für mich persönlich hat es viel geholfen. Oder? Also nachdem habe ich einfach gesagt, hey, jetzt gehe ich noch mehr meinen Weg. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin doch alleine und ich darf doch das nicht öffentlich machen. Und ich habe auch gar nie bei der Bewerbung oder so, ist nie ein Thema gewesen, wegen meiner Geschichte. Wir haben den Betrieb angeschaut und die Alp. Und für mich war immer sicher, gewesen, dass ich das auf der Alp zeige und nicht unten. Weil unten ist für mich wie 0815, das hat so ein bisschen jeder. Und da war es schon ein bisschen spezieller gewesen. Und eben auf dieser Alp zeigen, dass man ohne Strom auskommt, dass es einfach ist, dass mit dem Kind auf- und runterfahren für die Schule, dass von morgen bis am Abend früh arbeiten, überzeitig arbeiten, wie alles, entweder geht es darauf oder darab. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Plattform, um Bäuerinnen auch sichtbar zu machen, um zu zeigen, hey, sie machen auch viel und sie sind nicht mehr die, die nur auf dem Herd oder hinter dem Herd stehen, zu den Kindern schauen, überhaupt nicht. Mhm. Wobei sich viele ja schon auch entfällt, eben mit dem Hofladen, mit, ich sehe ja, mega, sehr mega, viele Frauen, die wahnsinnig auch vielseitig sind. Ja, und es kommt länger sie mehr und es ist auch meistens noch ein super Einkommen, das es heute braucht, dass ein Betrieb überleben kann. Mhm. Oder sie gehen noch auswärts arbeiten zu 50% und helfen noch im Sommer Vollgas. Und da kann man, Du hast gesagt, die Alp ist für dich ganz etwas Spezielles. Das ist eine Art ein Heimkommen, wenn du nicht dort bist, ein Sehnsuchtsort. Ja, Kraftort. Kraftort. Ich will im Winter mit den Schneeschuhen ab sein und einfach schnell Horti dort gehen. Gell, hier oben bist, wir sind knapp 1500 Meter. Es ist rings, also weit oben niemand. Also weiter oben und weiter hinten hat schon noch Alp. Aber einfach das Einfache und man braucht eigentlich gar nicht viel zum Leben, dass man glücklich ist. Und ich merke auch dort oben Kind, der Mann, ich, das ist einfach alles anders als der Tunde. Tunde haben wir zwar mehr der Zeit, weil dann halt der Schnee da ist und wir nicht wissen, was wir machen können, ist eigentlich nur die Stallarbeiten. Aber ich habe immer das Gefühl, Tunde sind wir viel gestresster und unzufriedener, wieder wenn wir auf dieser Alp oben sind, obwohl wir mehr Arbeit haben. Das ist einfach so eine, so in der Natur raus, mit diesen Tieren und ganz speziellen Ort.
Mhm. Und ich bin auch die Alplerin. Also, wenn es die Alp nicht gäbe, nur mit Hunden, wäre ich nicht glücklich. Was heisst, du bist die Älteri? Also ich liebe das, gell? So einfach und mit Feuern am Morgen, da kommen wir runter, mit Frühtarsch auf gut Deutsch gesagt. Und du siehst, einführen und das Zeug parat machen und den Generator anlassen, dass wir mählen können und entweder das Vieh reinholen. Kommt immer darauf ab, wie wir gerade am Weiden sind. Und das ist einfach so... Einfach, man macht das und draussen Misch verlegen stundenweise und man hat immer etwas zu tun und manchmal denkt man auch, man hat weniger Zeit, über alles immer nachzudenken, man macht einfach. Ja. Und auch die Tradition weiterzuführen. Also mein Mann ist ja die siebte Generation und das mit dem Auffahren, es geht immer das gleiche zum Mittag, beim Abfahren auch. Und also es ist der Alpaufzug und Abfahren. Ja, genau. Das ist einfach so. Ja. Eben, dass man da vielleicht noch ein bisschen rausgehört. Traditionen sind dir schon auch wichtig. Das ist etwas, was du auch unterstützt. Ja, also es gibt Traditionen, die ich finde, das muss man jetzt einfach so machen. Oder? Das ist ja ein Stück von unserer Geschichte, oder? Von der Schweiz. Und finde ich ganz wichtig, dass man das beibehaltet. Und auch, dass ich den Kindern weitergebe, zum Beispiel auch mit den Dreicheln auf- und abfahren. Und ja, oder das Mist verlegen, das kennen wir heute ja gar nicht mehr. Also das ist stundenlang und ich denke immer, oh, jetzt ist es gleich wieder so weit. Einfach Wisthäufen, kleinere Häufen machen und manchmal also die Unterländer schreiben, dass sie das nicht machen und warum machen sie das? Es ist doch so veraltet. Ja, aber im Frühling kommt wieder Gras, wenn wir das machen und das ist halt etwas, was für uns, fürs Alpleben dazugehört. Mhm. Ihr habt eine Milchwirtschaft mit Mastkälber. Mhm. Du hast mir gesagt, jede Kuh hat einen Namen. Mhm. Erkennst du sie auch, wenn sie siehst? Ich erkenne nicht alle. Also im Sommer geht es damals wieder so ein bisschen. Aber meine Kinder kennen eigentlich so, da kommt Hanna und Nina. Und die kommen jetzt laufen. Oder halt mit den Ohrenmarken kann ich dort manchmal auch ein bisschen zuordnen. Das ist die erste, zweite, dritte. Ja, das gehört einfach dazu. Das Einzige, was bei uns nicht Namen haben, sind Maschkalber. Aber dort gibt man den Kind auch so irgendwie Hugo und Vreni und weiss nicht, was für Namen. Und ja. Das gehört dazu. Für die, die jetzt nicht so sich auskennen, was das heisst, Mastkälber zu haben, wie lange sind die bei euch? Das ist immer unterschiedlich, so, bis sie halt das Gewicht erreicht haben, dass sie dürfen gehen oder können gehen. Aber die sind im Stall, die sind nie draussen, oder? Nein, die sind im Stall. Ja, es ist halt Mast, gell? Und ich probiere, also das ist immer so ein kleines Thema, ich hätte vielleicht auch gerne einen anderen Stall und weiss nicht was, aber man hat immer wieder in kurzer Zeit immer wieder so viele Vorschriften und dann sollte man wieder das machen, wieder das machen und dann baut man für eigentlich ganz, ganz viel Geld um und in der kurzen Zeit heisst wieder, nein, das wollen wir jetzt wieder nicht mehr, jetzt kommt wieder das andere und das ist manchmal so schwierig. Aber was heisst, du hättest gerne etwas anderes? Ja, also unser Ziel ist vielleicht schon noch, also unsere Tiere haben es ja gut, aber vielleicht ein bisschen anzubauen, noch ein bisschen grösser zu sein, noch ein bisschen mehr noch mehr fürs Tier wohl machen, weder das wir sonst schon machen. Aber das ist halt immer, gell? Da muss man anbauen, da muss man wieder Baugesuche machen, da gibt es wieder Einsprache und das Zeug hin und her. Für uns ist es ja auch nicht einfach. Und auch mit diesen Vorschriften. Heute machen wir es so und man nimmt ganz viel Geld auf. Das ist wie ein Haus bauen. Da kommt auch niemand und sagt, ich gebe dir das und dafür heisst die Kühle noch ein bisschen schöner. Und dann machen wir das und irgendwie ein halbes Jahr später heisst es wieder, die Regelung zählt nicht mehr, jetzt machen wir wieder das. Aber es wäre dir ein Anliegen, dass der Tier noch ein bisschen besser geht? Also gut, unserem Tier geht es schon sehr gut, aber es gibt natürlich, ich meine, wenn man ein 4,5-Zimmer-Haus hat, dann könnte man auch ein 6,5-Zimmer-Haus haben. Genau? Also, und im Sommer sind wir ja so viel, also unsere Tiere sind draussen, ausserhalb Maschkalber, aber die haben ja ihren Platz dort drin und ich schwätze auch mit denen und wir gehen zu denen und schauen, dass sie gut haben. Also man merkt, sie sind ein Teil der Familie, deine Tiere oder eure Tiere. Ja. Ich schwätze auch immer mit denen. Meine Mama sagt immer, schwätzt mit wem redest du? Ich kann nicht verstehen, sage ich nicht mit dir. Ja, auch unsere Kinder, sie gehen die streicheln, sagen, ich muss schnell Horti rauf, ich stehe, die streicheln oder wenn sie von der Schule kommen, hinten rum schnell. Aber du unterscheidest zwischen den Tieren, die länger bei euch sind, also die Kühe natürlich. Ja, das sind halt die Namen haben. Also die halt bei uns sind. Maschkalber ist halt wirklich, ja, das gibt es Fleisch. Das ist einfach so, ja. Du machst ein Rezept und in deinem Rezept sieht man immer wieder Fleisch. Aber du hast mir gesagt, dein Mann ist kein Kalb. Warum nicht? Ich weiß nicht. Also er hat es nicht gern, sagt er vom Geschmack. Ich liebe das, ich könnte nur noch essen. Ich finde das ein ganz feines Fleisch. Ja, ich weiß
nicht, vielleicht ist es bei ihm auch persönlich oder weiss ich was. Ich habe mit ihm noch nie wirklich so darüber geschwätzt. Er sagt einfach, ich habe es nicht gerne vom Geschmack. Und das ist auch okay. Also mehr als Säubauer, wo wir das Fleisch nehmen bei uns hin, und ein Trautenbauer, wo wir das nehmen. Und das essen wir alles. Oder auch mal ein Rind von uns oder so. Das ist ja da auch von uns. Also ich glaube nicht, dass das Problem ist. Weißt du, was ich noch spannend finde, was man immer wieder hört, ist, dass zum Teil aber erwachsene Menschen wirklich gar nicht so bewusst ist, woher die Milch wirklich kommt. Also, dass eine Kuh muss kalbern, also ein Kälbchen haben, dass sie Milch gibt, weil sonst würde sie gar nicht Milch geben. Ja. Ist dir das auch schon aufgefallen, wenn Besucher vielleicht vorbeikommen, Touristen, dass Touristinnen, dass das gar nicht, also meine, gar nicht so klar ist, wieso wir überhaupt Milch haben? Ja, oder auch bei den kleinen Kindern, wo es gar nicht bewusst ist, dass da wirklich aus dem Utter Milch kommt und die kannst du melken und dann kannst du dein Becher rein. Für meine Kinder ist das selbstverständlich. Ja, da kommen jetzt manchmal, Mami, hast du mir ein bisschen Ofen und dann gehen sie und gehen. Direkt? Ja, wirklich? Sagen zusammen, du, gell, ich nehme ein bisschen Ofen und schwätzt und streichelt und nachher gehen. Also, richtig herzig. Hey, vieles von dem, was du erzählst, sieht man ja wirklich auch auf deinem Profil, auf den sozialen Medien. Du nimmst auch mit im Alltag als Bäuerin. Wie entscheidest du dort, was ist jetzt öffentlich, was poste ich und was nicht? Weil ich denke, wow, man sieht schon sehr viel von deinem Alltag. Ja, aber nicht alles. Man sieht sehr, sehr viel. Ich weiss nicht, ich entscheide das nach Bauchgefühl. Und ich möchte einfach andere ermutigen und sagen, ja, jetzt liegt halt da mal die Wäsche. Und die liegt halt 3 Tage später, liegt sie halt immer noch dort. Vielleicht habe ich das obere weggenommen und wieder in die Wäsche, weil es voll Staub war. Aber das ist doch einfach die Realität. Das ist, ich glaube, wenn man bei gewissen wird Haustüren auftut, es würde genau gleich nicht aussehen. Man kann ja nicht alles, also da will man einen sauberen Stall, ein sauberes Tier, einen sauberen Betrieb. Das Land muss auch noch perfekt gebützelt und gepflegt sein. Und das Haus, die Umgebung auch. Und daheim auch noch. Und kochen will man auch noch gesund. Und das funktioniert nicht. Also wenn das jemand kann, dann ist er einfach 24 Stunden Vollgas nur am Funktionieren. Und das will ich ja nicht mehr. Und das will wahrscheinlich ganz viel auch nicht. Aber man macht sich halt immer gegenseitig den Druck, weil man nur immer das Schöne sieht. Mhm. Also willst du die Leute mehr motivieren, um zu sagen, hey, es ist nicht perfekt. Mal gut. Es ist auch mal gut. Es darf mal 5 Grad sein lassen und man muss auch mal Zeit für sich. Man sagt immer, ja, dann, wenn ich pensioniert bin oder ja, dann in 10 Jahren oder so. Aber warum nicht jetzt? Ich sage immer, so schön den Ponyhof rausnehmen. Also nehmen wir immer wieder meinen Ponyhof raus. Und ich einfach sage, hey, ja, das Leben ist kein Ponyhof, aber jetzt im Moment will ich das gerne. Das ist dann was zum Beispiel? Dann gehe ich mit der Landfrau etwas machen oder bei an diesen Tagungen oder gehe einfach mal Skifahren und trinke mit meinen Freundinnen, wie gestern, wo man sich trifft, eins und schwätzt und vergiss einfach mal alles. Oder man sagt, jetzt gehe ich einfach mal, ja, wir hätten daheim noch viel Arbeit, aber nein, jetzt gehe ich da Horti in die Hängstufe und geniesse den Tag. Und das kannst du dann, ohne dass du denkst, was denken dich jetzt ja, die Nachbarn? Ja, jetzt kann ich das, ja. Mhm. Also mir ist es früher nicht, nein. Früher wäre ich auch nicht gegangen. Also vor der Landfrauenküche bin ich eigentlich selten, weiss nicht, wo durch. Also eigentlich gar nie. Ich habe immer gedacht, ich muss doch daheim sein und zu den Kindern und das. Und meine Mann kann doch nicht noch alles. Aber seit der Landfrauenküche kann ich mal ganz, ganz viel. Und er macht das sehr, sehr toll. Und wieso? Also er hätte vielleicht vorher schon können, aber ich habe es ihm nicht zutraut. Ich glaube, das ist noch häufig der Punkt. Dabei würden sie es schon machen, einfach anders. Ja. Ja. Und ich habe immer gesagt, es ist der Baby Day. Und heute sagen sie immer, es ist wieder Happy Day. Ja, wie ihm darf es halt ein bisschen weh. Oder er wird halt, gell, ich bin immer in dem, mit den Kindern und das, in dem Fluss drin. Und er klingt sich dann manchmal ein und nimmt die Kinder halt ganz anders oder mehr Nerven oder erklärt sie ihnen anders. Und ich bin dann manchmal, jetzt kommt es schon wieder, ich habe das doch schon mal gesagt. Oder jetzt tut er wieder in den Wäschkorb und halt aber einfach. Das ist ja auch noch schön, oder? Dass der Vater halt auch andere Rollen übernimmt, ja. und mit den Kindern zusammen sein. Aber du hast mir gesagt, vor der Landfrauenküche hättest du das nicht gemacht. Nein. Also was hat sich dort verändert? Ja, dort musste ich 6 Wochen fort. Und ihm halt auch das Vertrauen schenken oder auch können sagen, hey, und jetzt gar nicht. Also, und egal was alle anderen denken. Ich, durch Landfrauenküche, hat sich bei mir so viel verändert. Ich wusste, hey, es funktioniert und ich gehe. Und die denken ja sowieso. Also, warum muss ich mir immer so viel. Manchmal nimmt man sich fest zu wichtig und denkt viel zu fest für die anderen. Mhm. Weder für sich selber und einfach sagen, hey, und jetzt gar nicht. Fertig. Punkt. Und das hat es verändert, dadurch, dass du dort hast müssen gehen, also das ist ja, ich habe müssen gehen, oder? Genau. Und ich habe gesehen, es funktioniert. Das ist das erste Wochenende, als ich heimgekommen bin, hat er schon gesagt, Gott sei Dank, bist du wieder da.
Und die zweite Woche hat er gesagt, hey, ich habe schon einen Trick herausgefunden, weißt du, beim Kochen und so, schnell den Fernseher, weißt du, einfach so Sachen. Und der dritte ist mit ihm wandern. Und ja, das, also wirklich, für uns war es sehr, sehr positiv gewesen. Für alle, auch für die Kinder, oder? Sie auch müssen lernen, jetzt Mami zwei Tage nicht da und jetzt ist der Papi da. Und ja, und auch die Verbindung zwischen Kind und Papi ist seitdem super, also grossartig. Mhm. Ja, du hast halt eben auch mehr Zeit miteinander verbringen und nicht immer noch du da bist. Ja. Ja. Das kann man sehr gut vorstellen. Du zeigst ja auch deine Kinder sehr intensiv auf den sozialen Medien. Mhm. Da gibt es ja ganz viele, also, wo die Kinder schützen. Ich würde jetzt meinen Sohn nicht zeigen, bevor er selber kann. Also genug alt ist, um selber zu entscheiden, ob er das will oder nicht. Wie gehst du mit dem um? Oh, ich sage, sie waren schon im Fernsehen gesehen und sind immer wieder bei Projekten, wo man sie sieht. Das Einzige, was ich schütze, ist halt mit dem Namen, dass ich nicht nehme. Einen schreiben, manche schreiben schon, also schade, wir wissen nicht, wie deine Kinder oder der Bauer heisst. Also gut, Bauer kann man ja auch suchen auf Instagram, da finden wir ihn. Du redest immer vom Bauer. Ja, ja, er ist einfach der Bauer, das Bauermädchen und Bauer Junior, das hat sich einfach so eingeschlichen. Ja, aber sie gehören zu mir und ich zeige ja nicht mich, ich zeige ja das Leben als Bauernfamilie und da gehören auch meine Kinder dazu. Und, aber ich frage sie immer, also es gibt auch manchmal Tage, wo sie sagen, nein, oh, jetzt kommst du schon wieder Mami und nein, bitte nicht filmen oder ich will jetzt nicht, das ist absolut für mich, also ich gehe dann nicht und sage, jetzt musst du dich stehen, jetzt machen wir das schnell, überhaupt nicht. Und ich sage immer, oh, darf ich das schnell? Und ich habe ja das Natalie immer in der Hand oder im Hosensack, oder? Und dann filme ich so und dann sagen sie sagen dann gerade eigentlich so, nein, Mami, ich will nicht. Und zeigen immer mit der Hand so, stopp, oder? Und dann akzeptiere ich das vollkommen. Mal gibt es ein bisschen mehr, mal gibt es ein bisschen weniger. Und ja, also ich finde auch, es ist die Zeit, also Kinder wachsen ja mit dem auf und so. Ich kann es ihnen zeigen, ich zeige ihnen auch immer, was sie gut, sie sind natürlich noch relativ jung, 7 und 9, um das wirklich nachvollziehen, was das heisst, oder wenn sie mal später sind. Also es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt die sagen überhaupt nicht. Andere. Also die es nicht wollen, sollen es auch nicht. Also wenn es für sie nicht stimmt, ich finde es nicht schlimm. Aber dein Mann, der ist ja auch nie gross sichtbar. Mal, im Sommer ein bisschen mehr. Im Winter ist er halt am Arbeiten, gell? Also er geht am Morgen um 8 Uhr aus dem Haus und kommt am Abend um 5 Uhr heim. Nein, also er kommt schon. Mhm. Was man auch häufig sieht auf deinem Profil, sind Rezepte, die du nicht ganz täglich, aber sehr häufig auflatschst. Wie kommst du zu denen? Ich koche täglich. aber wenn man so schaut, es ist ja immer ein bisschen die gleichen Zutaten und ich will sie nicht immer gleich nicht auf den Tisch tun. Und ich koche einfach gerne, gell? Also mein Papi ist Metzger, Koch und Bäcker, meine Mama ist Köchin, mein kleiner Bruder ist Koch, also ich komme aus dieser Familie und auch manchmal, wenn ich nicht mehr weiss, denke ich, oh, was könnte ich wieder machen? Oder du siehst irgendwie mal in einer Sendung etwas oder ich schaue natürlich auch auf Instagram, was sind Trends oder du mich sonst ein bisschen erkundigen und dann kommt, das sprudelt einfach an. Und meistens in der Nacht, ich habe das Blöckchen auf dem Nachttisch und dann schreibe ich wieder etwas auf und dann schlafe ich wieder oder ich sehe ein Bild, denke ich, oh, das ist das und das, gehst du lesen, ist etwas völlig anderes. Und so hast du wieder etwas. Also du schlafst nur 5 Stunden, in diesen 5 Stunden wachst du noch auf und machst noch ein Rezept? Ja. Aber dann habe ich irgendwie Traum und es geht ganz gleitig. Und am Morgen weiss ich manchmal gar nicht mehr, dass ich aufgestanden bin und etwas aufgeschrieben habe. Also, aber sind das dann eigene Rezepte von dir oder adaptierte von irgendwo? Nein, von jemandem irgendwo etwas abschreiben. Aber es ist zum Beispiel, ich sage immer, Tomatensauce ist das beste Beispiel. Es gibt das Grundrezept und ich weiss nicht. Ich sage jetzt mal 20'000, ich liebe die Zahl. Es gibt 20'000 verschiedene Tomaten. Tomatensauce, weil jeder tut da noch ein Kräutchen mehr rein oder da das rein. Dieses Reisrad kann man nicht neu erfinden. Das ist für dich eine Erholungszeit, zu kochen, sagst du? Ja, ich höre Musik, eben zum Beispiel AC/DC oder so, und koche dort. Ein anderer liegt in die Badewanne und liest ein Buch und ich tue dort und tue ein bisschen mitsingen und die Kräutchen drüber und das Zeug, das ist so, das ist meine Welt. Wir haben es so ein bisschen von Klischee gehabt, jetzt immer mal wieder. Wie ist das so, was hast du das Gefühl, was denken die Leute über dich, was gar nicht stimmt? Jetzt so die dich jetzt nicht kennen und beobachten oder so auf dem Hof sehen, sondern einfach so die, die dich jetzt ein Stück weit von der Öffentlichkeit her kennen. Von der Öffentlichkeit haben sie vielleicht manchmal das Gefühl, was ich alles mache. Aber gell, ich habe ganz gut, ich meine, mein Mann unterstützt mich. Ich meine, ich bin heute auch da. Oder auch meine Schwiegermami, obwohl wir nicht immer das Heu auf der gleichen Bühne haben. Wie ist das eigentlich für sie, wenn du das so sagst? Weil das kommt sie auch mit, über dass sie du das... Sie weiss es, ja. Ich rede mit ihr sehr offen. Also sie weiss auch alles, was ich sage. Wir sind halt sehr distanziert, aber gleich mit Respekt gegenseitig. Und was ist der Antrieb, dass du über das redest? Also jetzt, aber eben auch auf deinen sozialen Medien?
weil es, ich sage jetzt vielleicht, ganz, ganz viele Leute auch so geht oder ganz, ganz, ganz viele Frauen. Und es wird nie darüber geredet. Es ist einfach ein Thema, wo man unter den Teppich hineinkehrt. Und das ist es nicht. Und eben nach dieser Landfrau, wo ich irgendwie über 2600 Briefe bekommen, von Frauen, die sagen, hey, ich weiss genau, wie du dich fühlst, oder auch von Eltern, wir haben das auch mitgemacht. Und ja, wenn man nie darüber schwätzt und jeder akzeptiert das, dann findet jeder, es ist normal, aber es ist doch nicht normal. Ich sage auch nicht immer, es ist alles schlecht, was sie gemacht haben, es ist auch nicht alles gut, was ich mache, aber leben und leben lassen. Und ja, wir müssen oft schnell gehen, wir müssen auch den Grind anschlagen, wir können nicht von allem bewahrt werden, wie sie das auch nicht geworden sind. Und wir haben vielleicht andere Ansichten, wie sie vorher haben, wir haben auch andere Möglichkeiten, wie sie vorher haben. Und da finde ich es immer schon, das ist immer so ein Ausbremsen vom Verwirklichen, von sich selber, vom Betrieb. Es ist immer so wie ein bisschen Gas geben und wieder auf den Stopp und dann wieder den Retourgang und du musst wieder vorne anfangen. Man muss einfach immer alles, ja, auf Goldwaage legen, wie will ich jetzt das sagen? Und das ist so schwierig. Das macht manchmal einfach viel so mühsam. Mm-hmm. Ich kann mir vorstellen, es ist noch nicht so eine einfache Situation für deinen Mann, für den Bauer. Ja, er ist halt zwischen Stuhl und genau. Bank, gell? Und gleich, er will ja auch, er hat ja auch seine Träume und seine Verwirklichen oder Sachen und das macht er mal etwas und dann muss er auch wieder vielleicht mal hören, ja, das ist jetzt nicht so gut oder nein, das haben wir doch nie so gemacht und ja, aber wir haben nicht mehr 1960. Das ist einfach so. Mich tut es manchmal auch, die Generation ist wie noch nicht so mitgekommen, was wir alles haben. Ich weiss noch, vor 14 Jahren, als ich mit meinem Mann oder mit meinem Schwiegermann mich morgenweise höher runtergerechnet habe. Und heute kommt mein Mann mit dem Twister, mit der Maschine, brumm, in 20 Minuten ist alles unten. Das sind einfach Sachen. Oder morgen kochen, schnell horti, etwas vorbereiten, auf ihn schieben, um 12 Uhr programmieren, kann wieder draußen vom Feld helfen. Das haben sie früher nicht gehabt. Das sind einfach alles Sachen, die neu sind. Und wie wollen sie das wissen? Sie haben es nicht so gelernt. Schon klar, sie kommen da Sachen mit, über was jetzt weiterläuft und so, aber das Denken ist halt manchmal wie so ein bisschen noch in dieser Zeit. Was meinst du, was würde sie sagen, wenn sie jetzt da wäre? Ich weiss nicht. Nein, sie wäre gar nicht da. sie denkt vielleicht auch, über das redet man nicht. Mhm. Und ich finde es so wichtig. Oder ich finde es so wichtig. Aber was ist denn wichtig, dass man darüber redet? Also, ich muss dass jetzt sagen, es sich irgendwann auflöst, dass man sagt, hey, es gibt Generationenkonflikte. Man darf den eigenen Weg gehen, man muss nicht den Weg gehen. Es macht einfach alles viel leichter. Also da bist du wieder bei der Sichtbarkeit von der Bäuerinnen. Ja. Sie zu stärken, das ist eigentlich der Antrieb. Ja, und vor allem, dass man sagt, es macht einfach alles leichter. Und sie, also ich habe immer das Gefühl, dass die ältere Generation meint, wir schätzen nicht, was sie gemacht haben. Aber ohne sie wären wir ja jetzt nicht da. Also wir schätzen schon, was sie gemacht haben. Aber muss man so weiterfahren? Mhm. Darf man nicht wieder etwas Neues machen und die nächste Generation und Kunden sagt, hey, dank euch sind wir wieder dort. Man muss uns laufend weiterentwickeln. Also gegenseitige Wertschätzung, oder? Ja, das merkt man ja. Die Zeit läuft, oder? Das ist einfach so. Man kann nicht irgendwo stehen bleiben. Mhm. Wenn andere Bäuerinnen dich um Rat fragen oder ja, dir schreiben, was ist das Hauptthema? Generationen. Und gell, da hörst du manchmal Sachen, hey, also ich gehe oder ich mag nicht mehr, ich will doch lieber das oder ich muss mich rechtfertigen, warum gehe ich jetzt mit den Kollegen einen Kaffee trinken und hocke nicht daheim und warte auf den Mann oder einfach so Sachen. Also warum nicht? Wir haben ja heute Möglichkeiten, dass man so Zeug machen kann. Man muss ja nicht mehr, eben, wie ich vorher gesagt habe, am Morgen weiss das Högerli abbrechen. Bei mir ist im Sommer auch, habe ich weniger Zeit für andere Sachen. Das ist einfach so, dafür also, habe ich im Winter mit. Das Definieren über Schaffen, nur wäre wirklich ja, wichtig, von morgen bis am Abend schaffen, ist jemand. Wenn man irgendwo, ein Bauer ist halt eine Leidenschaft, ja, es ist eine Leidenschaft, ohne das geht es nicht und man muss es immer wieder machen oder darf und das von morgen bis am Abend spät. Man kann nicht sagen, hey, ich fahre um 8 Uhr und gehe um 5 Uhr heim. Mhm. Und warum darf man halt mal nicht sagen, hey, und heute mache ich einfach nichts. Und früher hätte ich das wenig gehabt, sagen, hey, heute mache ich nichts, weil wir hätten immer müssen, aber wir hätten auch alles überzeitig und komplizierter müssen machen, weder heute. Mhm. Wenn heute hat man Technik und das erleichtert einem ganz, ganz viel. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man zufrieden ist, oder? Also ja. Ich meine, das hilft ja, ja auch. Wobei ja. Du ja auch jemand bist, der sagt, in der Badewanne liegen, das ist jetzt nichts für dich, ein Buch lesen ist auch nichts für dich. Das ist vergeudete die Zeit, ja. Aber für jemand anderes ist das vollkommen das, was es braucht. Und das ist ja auch okay. Und das Vergleichen und einander.
Druck machen nach dieser Perfektionismus. Das ist, ich finde das schlimm. Aber ist dir schon bewusst, dass wenn man hört, was du alles machst, dass man denkt, Jesus, was die alles ja, machen? Ja, aber schreib mal auf, was du tagtäglich machst. Mhm. Meistens schaut man immer, was die anderen machen. Aber was man selber tagtäglich leistet, das tut mir wie ausblenden. Mhm. Und das fällt schon am Morgen aufstehen, Kind, Schule, zack, zack, zack. Und es läuft so schon automatisch. Man verpasst das wie, was man eigentlich täglich macht, mhm. selber. Und darum, ich schreibe ja immer Tagebuch, gell? Ich schreibe das auf und dann denke ich mir schon, pff, heute ist wieder ein Tag gewesen. Dann machst du aber auch mal wieder richtig Pause, weil wenn du aufschreibst, merkst du, jetzt hast du ja, viel ja, gemacht. Ja, einfach mich reflektieren und sagen. Und dann gibt es auch mal einen Tag, wo ich sage, auf Instagram, hey, heute mache ich nichts. Oder Storypause. Oder ich gehe heute jetzt mal nicht in den Stall, es ist anders organisiert. Mhm. Im Winter kann ich mir das sehr, sehr gut rausnehmen. Wenn du jetzt zurückschaust, was hat dir geholfen, was du heute weisst, sogar in der Anfangszeit? Nicht denken, was die anderen denken. Und das Lehren, dass es einem wirklich darf egal sein. Oder dass sie gar nicht viel so denken. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich früher ganz viel denke, weil ich halt in einer neuen Rolle war. Oh, ich muss für die gut machen. Aber ich habe ja gar nicht wirklich gewusst, was erwartet die von mir. Das ist das, was ich heute, oder wenn ich noch einmal zurückkomme zu dieser Sabrina, der würde sagen, mach einfach dein Ding. Es kommt schon so, wie es muss. Danke vielmals, Sabrina, für das offene Gespräch. Und wir haben nach AC/DC nochmal einen Wunschsong, den wir kurz anspielen können. Backstreet Boys – Larger Than Life. Ja. Warum der? Das ist so ein bisschen Heimweh, wieder ein bisschen zurück. Ja, manchmal fällt mir die Stadt halt schon ein bisschen, oder? Und dann höre ich wieder ein bisschen diese Musik. Denken Sie an die Zeit, an die wilden Zeiten, viele Ausgänge, Clubs, Disco. Ja, einfach an die Stadtzeiten. That's right.